wenn ich das nur mit mir ausmache, erleben Patienten häufig ganz viel inneren Druck. Ja, und Druck ist häufig ein Zeichen auch von Überforderung. Wenn ich mich aber nach außen hin öffne, meinem Umfeld oder auch vielleicht auch gar schriftlich mich öffne erstmal, dann bringt das immer ein Stück weit Entlastung. Und wenn ich über Dinge spreche, dann schaffe ich auch Vertrauen und Nähe. Man kann Gefühle austauschen und man kann gegenseitig Kraft schöpfen. Ja, wie man mit anderen über die Erkrankung Lungenkrebs sprechen kann und ob man da auch Wünsche äußern kann, ja klar, das ist total wichtig, ja nach außen hin zu kommunizieren. Man sollte sich aber immer dessen bewusst sein, dass sich Bedürfnisse von Tag zu Tag ändern können. Was ich heute möchte, kann vielleicht morgen schon ganz anders aussehen. Und wenn man das Gespräch sucht mit dem Angehörigen oder Patienten, dann ist ganz wichtig, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Und hier ein paar kleine Tipps, was ich rate. Holt euch die Gesprächsbereitschaft ein. Ja, legt ein Datum, eine Uhrzeit und auch die Dauer eines Gespräches fest. Das ist ganz wichtig, dass der andere sich darauf vorbereiten kann. Das Thema sollte vorher benannt werden. Um was geht's eigentlich? Ja, und dann ganz wichtig ist, in Ich-Botschaften zu kommunizieren. Ja, wie fühle ich mich? Was wünsche ich mir? Weil dann bin ich immer bei mir und kann auch niemand anderen verletzen in meiner Kommunikation. Und man braucht auch keine Angst haben, dass man etwas Falsches sagt zum Beispiel, weil wenn man aufeinander zugeht und beim Ich bleibt, dann kann man nichts verkehrt machen. Ja? Und selbst wenn man eine Frage erhält, auf die man vielleicht nicht antworten kann oder auch Angst hat, falsch zu antworten, auch diese Überforderung kann man ganz klar kommunizieren und sagen, hey, ich bin da gerade überfordert, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll oder ich habe noch gar keine Meinung dazu. Das ist völlig legitim und in Ordnung, das darf sein. Auch für die ist es eine total neue Herausforderung, also fürs Umfeld. Die haben sich vielleicht noch nie mit dem Thema Krebs im Vorfeld auseinandergesetzt und müssen auch da erstmal ihre Gedanken und Gefühle für sich selbst sortieren und sich Gedanken machen, wozu bin ich überhaupt bereit, ja, an Unterstützung zu geben, an Kommunikation zu geben. Und auch wenn ein Freund sich vielleicht nicht gleich meldet oder nicht gleich Unterstützung anbieten kann, heißt das nicht gleich, dass er dazu nicht gewillt ist. Ja, es kann auch sein, dass er gerade selbst eine schwere Lebensphase durchmacht und vielleicht nicht die Energie aufbringen kann, sich um beide Themen zu kümmern. Das hat aber definitiv nichts mit dir zu tun. Auf jeden Fall, das ist total wichtig, weil es eben Überforderung auch minimiert. Häufig ist es so, dass das nahe Umfeld Unterstützung anbietet, die den Patienten aber zu viel sind. Und das sollte man ganz klar kommunizieren. Weitere Informationen, wertvolle Tipps und Übungen findest du auf der Seite lungenkrebs.de.